Am Bremer Stahlwerk ein seltenes Schauspiel. Wahlkampf-Fototermin mit dem SPD-Kanzlerkandidaten. Wenn es nach Olaf Scholz geht, wird hier in 2 Jahrzehnten klimaneutraler Stahl produziert. Dazu müssen wir sicherstellen, dass wir in Deutschland auch eine ausreichend starke Produktion von Strom, erneuerbaren Strom haben. Denn das wird für all diese modernen Prozesse unverzichtbar sein, dass wir dabei viel mehr Strom einsetzen, als das heute der Fall ist. Aber CO2-Neutralität und Stahlproduktion, das geht zusammen und das hat Zukunft. Das Stahlwerk in Bremen ist für einen Großteil der Bremer CO2-Emission verantwortlich. Perspektivisch soll hier auf Wasserstoff statt Kohle umgeschwenkt werden. Doch kann der Bremer Stahl dann auch mit Billigstahl aus China und Indien konkurrieren? Olaf Scholz stellt sich der Belegschaft in der Hütte. Die Stahlarbeiterinnen und Arbeiter sind beunruhigt und fragen sich, ob da eine Ausbildung in einem Stahlkonzern zukunftssichernd ist. Was sagen Sie dazu, Herr Scholz? Jetzt müssen die Entscheidungen und die Investitionen getätigt werden, damit dann eben bis zur Rente von Leuten, die jetzt mit der Arbeit anfangen, Stahlproduktion auch realistisch ist, indem wir die Technologie hier sichern. Über die Schwierigkeiten bei der Produktion von grünem Stahl spricht der Bürgermeister. Die Hütte ist für 50% des CO2-Ausstoßes des gesamten Landes Bremen verantwortlich. Und dahinter steckt ein entsprechender Energieeinsatz. Wenn man das alles ergänzen will durch regenerative Energien, dann braucht man einen ganzen Windpark dafür. Deshalb muss die erste Aussage sein, die Ziele werden ausgebaut. Und zwar sofort, gleich im nächsten Jahr. Mehr Windkraft, effizientere Wasserstoffgewinnung. Die politischen Herausforderungen für grünen Stahl sind massiv. Olaf Scholz gibt einen deutlichen Koalitionswunsch ab. Ist das jetzt ein erstes Bekenntnis, dass Sie doch mit den Grünen gerne im Wahlkampf koalieren würden? Tja, ich will die Frage gern beantworten, weil sie mir gestellt worden ist. Sonst hätte ich mich ein bisschen zurückgehalten aus Höflichkeit gegenüber den Gastgebern hier. Aber die klare Antwort ist, ich will der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Und ich fände es schick, wenn ich dazu passende Koalitionspartner hätte. Die Grünen haben es schon mal geschafft mit einem sozialdemokratischen Kanzler. Und womit ließe sich als SPD-Kanzlerkandidat besser um einen grünen Koalitionspartner werben, als mit dem Bekenntnis zu einer grüneren Stahlindustrie?